Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Tanks und gegen das Granatenfeuer, da spring ich noch gegen sozusagen mit meiner Stimme, denn heute haben wir den VK 168 Mauerbrecher am Start, ein Panzer, der historisch gesehen ein totaler Nonsens ist, die Geschichte ist eher krude irgendwie von Wargaming zusammengeschustert und daher lassen wir das einfach mal komplett außen vor. Also wer historische, korrekte Panzer will, der soll den großen Bogen um den machen. Ansonsten, wer Bock hat auf einen Panzer, der, ja, ich sag mal eher, der wirklich wieder den Heavy Tank darstellt, der sollte hier ein bisschen aufpassen. Aber, und da sind wir jetzt wieder beim Thema, Wargaming geht mit diesem Heavy Tank meines Erachtens wieder in die Ursprungsrichtung, wie die Premium-Panzer ausgelegt waren. Und zwar Panzer, die etwas schlechter sind als die Panzer, die man aus dem Tech-Tree kennt. Denn im Prinzip haben wir hier einen leicht schlechteren VK 100. Zum Beispiel hier die Gunblende, 140 mm Durchschlag. Hier oben die Kommandantenkuppel, die wirklich nicht schwer zu treffen ist, mit 150 mm. Und unten die untere Frontwanne hat dann so mit 200 mm Durchschlag, ist die da zu penetrieren. Also da habt ihr jetzt nicht so richtig den Monsterhengst am Start. Der Durchschlag selber sind 220 mit 440 Schaden oder 260 Durchschlag mit 440 bleibt dann gleich mit Premium-Munition. Und jetzt sehen wir aber hier, was da den Panzer eben so ausmacht, dass auf die Distanz, wo man vielleicht nicht so ganz perfekt treffen kann, die Leute hier wirklich Probleme haben, hier zu durchschlagen und auch mit Premium schon nachhelfen. Aber das interessiert ihn hier nicht wirklich. Hat schon 4600 geblockt, 1900 unterstützt, weil klar, er macht natürlich jetzt auch alles auf oder bringt den Gegner da zur Verzweiflung. Ich habe mir natürlich ein gutes Replay rausgesucht, oder zumindest wo eins ein bisschen drollig ist, so wie hier. Das ist natürlich schon mal irgendwo eher mal amüsant, aber ich sag's mal ganz ehrlich, wer den VK 100 schon nicht so gut findet, der tut sich mit dem Mauerbrecher keinen Gefallen. Also deswegen ein Panzer, der definitiv wieder schlechter ist als sein normales Tech-Tree Pendant. Wer jetzt aber sagt, der VK ist ein absoluter Lieblingspanzer und er will genau sowas als Premium oder beziehungsweise was so ähnlich ist, um den einfach zu fahren, der sollte sich oder kann sich den auf jeden Fall mal anschauen. Hier die Runde, wie gesagt, hier sehr viel von der Panzerung lebend. Er ist auch hier Top-Tier, was natürlich auch klar ein großes Plus ist in dieser Runde, denn er kommt genauso in 10er-Gefechte und in 10er-Gefechten schaut das natürlich dann schon ganz anders aus. Da braucht keiner mehr wirklich aimen und dann schafft man keine 7800 mehr. So, jetzt hat er hier den Tiger P weggerammt, VK. Ist natürlich auch ein schneller Rape, kann man nicht anders sagen. Aktuell vierten Kill, 2600 Schaden gemacht, 4000 unterstützt und fast 8000 abgeprallt. Total drollig. An sich würde mich aber natürlich auch mal wie immer interessieren, was denn eure Meinung zu dem Panzer ist. Habt ihr den selber? Wie findet ihr den? Findet ihr den gut? Findet ihr den schlecht? Habt ihr ihn oft schon als Gegner gehabt und so weiter und so fort? Also haut mal da eure Meinung in die Kommentare bitte. Ich will den Panzer jetzt weder gut noch irgendwo schlecht reden. Ich persönlich würde jetzt sagen, ist ein Panzer, den man nicht unbedingt braucht. Wie gesagt, ist eher doch ein bisschen schwachbrüstig, würde ich es jetzt mal nennen. Aber wie gesagt, wer unbedingt auf so eine Art von Panzer steht, mei, der soll's machen. Aber für mich jetzt kein Must-Buy-Tank, sage ich ganz ehrlich. Also, anders als einen Defender oder E25 oder ein AMX-1357 oder keine Ahnung, die so Panzer sind, die ich sag, die sollte man auf jeden Fall in seiner Garage haben, zählt er jetzt hier nicht dazu. Der Alpha ist aber sehr schön, da muss ich sagen, der passt, der ist angenehm. Damit kann man schon durchaus was anstellen. Auch wenn er hier mit den Rolls so ein bisschen immer natürlich das Thema hatte, dass er noch keinen so ganz, ganz, ganz fetten Hinten bekommen hat. Und jetzt natürlich, der Snarson ist auch zu low. Und hier mit 12-0 ist natürlich auch die Runde ganz klar dominiert von seinem Team. Wobei er da auch guten Teil dazu beigetragen hat, dadurch, dass er so nach vorne gefahren ist, das Feuer auf sich gezogen hat, konnte natürlich sein Team da wiederum viel beschießen. Jetzt schreibt er da One More Kill, klar, der will sich natürlich seinen Krieger noch abholen. Bei 3850 Schaden und 8400 geblockt und 4175 unterstützt. Klar, da will er natürlich den Kill noch haben, aber der wurde ihn da noch gemobst. Und jetzt gibt es nur noch den A44 und dann ist das ein entspannter 15-0-Sieg. So, aber ich glaube, hier kriegt er auch nichts mehr davon ab.
Ja, da sind die alle, da sind die Wölfe alle schon dran, sich am letzten Fleisch zu laben. Und ja, schade, kein Krieger, aber trotzdem eine trollige Runde mit einem interessanten Panzer. Wie gesagt, aus meiner Sicht spart euch das Geld, wartet auf einen cooleren Tank, aber für Sammler und so weiter vielleicht eine interessante Option. Sagt es mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.